Wo du derzeit meines Erachtens keineswegs in Immobilien investieren solltest, darum geht es in diesem Video. Schau es dir bis zum Schluss an. Ja, immer wieder werde ich gefragt, Paul, wo kann ich derzeit investieren und wo soll ich keinesfalls investieren? Und ich zäume das Pferd mal von hinten auf. Ich werde jetzt mal in diesem Video erklären, wo ich keinesfalls im Moment investieren würde und ich kann es auch begründen, warum. Fangen wir an in USA. Ich selbst habe eine Firma in den USA. Wir haben sehr massiv uns immobilientechnisch mit dem US-Markt beschäftigt, aber ich glaube persönlich, dass die Immobilienkrise in den USA, und das war ja schon bei der letzten Wirtschaftskrise so, wenn du dich erinnerst, 2007, 2008 kam ja letztlich unsere ganze Wirtschaftskrise, unsere Bankenkrise dadurch zustande, dass es davor eine riesige Immobilienblase gab in den USA, die geplatzt ist. Und man muss leider sagen, die Amerikaner haben nicht extrem viel gelernt aus dieser Situation. Die gesamte Verschuldungssituation bei Immobilien ist in den USA ganz klar unterschiedlich von Immobilien in Deutschland. Und auch der gesamte Immobilienmarkt ist eigentlich nicht eins zu eins vergleichbar. Also ich persönlich, das ist jetzt eine private Meinung von mir, du kannst mir das glauben oder auch nicht, aber ich gehe davon aus, dass der US-Markt von der gesamten Wirtschaftskrise, die im Übrigen meiner Meinung nach eine Wirtschaftskrise sein wird, die die meisten von uns noch nicht erlebt haben, es sei denn, du hast schon 1929 gelebt, das werden die wenigsten wahrscheinlich von euch. Und ja, selbst da wird es möglicherweise noch schlimmer werden in gewissen Bereichen. Ich will dir jetzt keine Angst machen, es wird wie ein Sommergewitter werden, es wird danach wahrscheinlich wieder die Luft zum Atmen geben, aber es wird nicht einfach sein. Das muss man ganz klar dazu sagen. So, das ist ein Thema. Dann beobachte ich mit einer gewissen Sorge, dass im Moment sehr viele auf einem Zypern-Hype aufspringen. Abgesehen mal davon, dass Zypern nicht so weit von dem ganzen Geschehen, also viele vergleichen Zypern mit Mallorca, ich würde sagen, das kann man keineswegs vergleichen, weil wenn du dir mal auf der Landkarte anschaust, auch unter dem Aspekt des gesamten Ukraine-Konflikts, wo liegt Mallorca, wie wichtig ist strategisch Mallorca und wo liegt Zypern, dann ist das eine komplett andere Liga, über die wir hier reden. Und was auch relativ gefährlich meiner Meinung nach ist, ist das Spiel von Erdogan. Erdogan versucht gerade irgendwo den Joker zu spielen zwischen NATO auf der einen Seite und Putin auf der anderen Seite. Aber ich weiß auch, dass USA und der Westen, viele westliche Führer, das mit einer gewissen Skepsis und Sorge betrachten, was Erdogan, das Spiel, das Erdogan da spielt. Und wenn ich mir dann anschaue, zum Beispiel EU-Außengrenze, Griechenland wirft Türkei 760 Luftraumverletzungen vor, innerhalb weniger Wochen. Das war also jetzt in diesem Sommer, im Juli. Und dann auf der anderen Seite, hier gleich den nächsten Artikel aufmache, aus ntv.de. Hey Griechenland, Erdogan droht Athen. Luftraumrempeleien zwischen Athen und Ankara finden fast täglich statt. Nun nutzt der türkische Präsident einen Vorfall von vor einer Woche und verschärft seine Diktion. Griechenland würde einen hohen Preis bezahlen, sagt Erdogan und spricht von Bedrohung. Das heißt, nach einem Vorfall im Luftraum über der Ägäis hat der türkische Präsident Erdogan Griechenland Konsequenzen angedroht. Athen werde einen hohen Preis zahlen, also Worte, die uns könnten von Putin stammen, wenn es weiterhin den türkischen Luftraum verletze und türkische Kampfjets über der Ägäis bedrängt werden. So, und das sagt ausgerechnet jener Mann, der also innerhalb von 2 Monaten davor 760 Luftraumverletzungen mit seinen Militärstreitkräften zu verantworten hat. Abgesehen davon, wenn jetzt viele über Investments in Zypern nachdenken, und gerade Zypern, Nordzypern wird im Moment gerade gehypt, dann bitte nicht vergessen, es gibt dort seit 1974 teilweise ungelöste Besitzverhältnisse, die also nicht wirklich juristisch sauber gelöst wurden. Und es könnten hier durchaus Altansprüche noch durchkommen. Es kann, wie gesagt, auch hier noch zu gewissen kriegerischen Konflikten kommen. Wir wünschen uns das nicht. Aber wenn du vielen von uns gesagt hättest vor 3, 4 Jahren, dass hier eine Atommacht, eine der Großmächte mitten in Europa sozusagen einen Krieg anzettelt, hätte es wahrscheinlich auch keiner geglaubt. So, und unter diesem ganzen Aspekt würde ich jetzt auch mal vorsichtig sein mit allem, was sich nahe der russischen Grenze befindet. Ja, also ich will jetzt kein Schwarzmaler sein und ich will jetzt auch nicht dir irgendwas schlecht reden, aber wenn du jetzt investierst, dann geh bitte immer davon aus, in welchem Zustand befindet sich die Welt. Du darfst dabei übrigens auch nicht vergessen,
dass wir global, weil viele sagen, okay, die Lösung liegt jetzt irgendwo raus, aus Europa zu gehen. Aber ich sage, die Konfliktparteien, die ganz großen Konfliktparteien, das darfst du auch nicht vergessen, sind China und USA. Das sind die Hegemone. Da geht es um die Wachablöse. Und immer wenn es in den letzten Jahrhunderten, kann man sagen, solche Wachablöse von Weltmächten geben sollte, egal ob es dann stattgefunden hat oder nicht, meistens hat es dann stattgefunden, dann gab es davor gewisse unsichere Zeiten, gewisse militärische Verletzungen von Hoheitsrechten und natürlich in den meisten Fällen leider Gottes auch Krieg. Also man kann nur hoffen, dass die Menschheit klüger geworden ist. Wir wissen, dass das heute ein gefährliches Spiel ist. Ich bin selber in der Zeit des Kalten Krieges aufgewachsen und da hat das Gleichgewicht der Mächte eigentlich immer dazu geführt, dass die gegenseitige Angst letztlich dazu beigetragen hat, dass nichts Ernsthaftes passiert ist, und das wollen wir auch hoffen, dass das weiter so bleibt. Aber wie gesagt, auch USA und China ist nicht ungefährlich. Es ist einerseits ein Wirtschaftskrieg, der da seit Jahren tobt, und wir merken jetzt gerade, wie abhängig wir Europäer von den Lieferketten sind. Es ist angefangen von irgendwelchen Autos bis zu irgendwelchen Computern, die Amerikaner übrigens genauso, die nicht ausgeliefert können, weil irgendwelche Mikrochips fehlen. Und das ist erst der Anfang sozusagen. Wir sind aber auch sehr energieabhängig, wie wir gespürt haben jetzt, von gewissen Staaten, wie natürlich Russland auch beispielsweise. Wir haben das Problem, dass Russland und Ukraine beide zu den größten Getreidelieferanten dieser Welt gehören. Also all das, was jetzt gerade hier passiert, ist natürlich einerseits ein wirtschaftliches Fiasko, und das alles nach Covid-Zeiten, was also sozusagen nochmal richtig die Inflation anheizen wird, aber auf der anderen Seite eben auch nicht ganz auszuschließen, militärische Konsequenzen, bis sozusagen diese neue Weltordnung dann irgendwann hoffentlich bald wieder hergestellt wird. Und bis die Spielregeln sozusagen so bestimmt sind, dass jeder weiß, was er tun soll und nicht tun soll. Im Moment ist es natürlich in so unsicheren Zeiten auch gerne ein Taktieren oder ein Probieren, was geht durch, was lässt sozusagen der andere, wenn er abgelenkt ist, vielleicht irgendwie ein bisschen vom Geschehen auch durchgehen. Also, wir werden sehen. Nochmal zurück zum Thema Immobilieninvestment. Also grundsätzlich, Immobilieninvestment, sage ich immer, mit einem gewissen Hausverstand betreiben. Und der Hausverstand sagt mir einfach, dass ich in der Nähe von einer kriegerischen Situation nicht unbedingt jetzt stark investieren würde. Warum würde ich Deutschland im Augenblick auch abraten zu investieren? Aus zwei Gründen. Deutschland sind einfach die Immobilienpreise zu hoch. Man hat es ja jetzt gemerkt, die letzten Wochen, vor 3-4 Monaten wurde der Markt noch gehypt. Du konntest so im Prinzip alles verkaufen, ja, zu überhöhten Preisen. Teilweise, wenn ich sage, Großraum München, da sind teilweise Faktor 50, 60, 70 Mehrfamilienhäuser gehandelt worden. Mittlerweile ist man immer noch zu hoch, aber vielleicht bei Faktor 35 bis 40. Man merkt aber auch schon, dass viele Sachen im Moment nicht wirklich gut verkaufbar sind, in Deutschland, in Österreich. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass die Blase eigentlich schon mitten dabei ist zu platzen. Ich sage jetzt nicht, dass es einen Knall geben wird und der ganze Immobilienmarkt kollabieren wird. Das glaube ich nicht, weil Immobilien immer noch die krisensicherste Möglichkeit sind, Vermögen zu retten. Aber für diejenigen, die zu teuer eingekauft haben, die also mit Faktor 50 oder 45 oder vielleicht auch 40 gekauft haben, wird es teilweise bitteres Erwachen geben. Also auch hier mit einer gewissen Vernunft an die Sache herangehen. Ich würde auch aus dem Thema Lastenausgleich heraus im Moment zumindest als Privatperson in Deutschland keine Immobilien erwerben, das sage ich auch ganz ehrlich. Und wenn du Immobilien hast, die du noch zu einigermaßen gutem Faktor verkaufen kannst, und das kommt jetzt ein bisschen darauf an, in welcher Gegend du dich bewegst, es gibt also noch Gegenden in Deutschland, wo du gut verkaufen kannst, dann mach das jetzt, solange es noch möglich ist. Das wäre meine Empfehlung an dich. Das Gleiche gilt für die Kollegen aus Österreich. Ja. Aber auch nicht um jeden Preis, logischerweise, weil, wie gesagt, Immobilien sind trotzdem krisensicher und 3, 4, 5 Jahre nach der Krise schaut die Welt wieder anders aus. Du kannst sagen, langfristig gesehen haben Immobilien in Toplagen, in den Toplagen Europas, und ich rede jetzt nur von Europa, in den letzten 2000 Jahren eigentlich immer gewonnen, langfristig gesehen. Du musst dich aber darauf einstellen, dass du möglicherweise dann auch, ähnlich wie beim Thema Aktien, einige Jahre die Liquidität nicht angreifen kannst, also dass du da durchtauchen musst.
Warum investiere ich gerade auf Mallorca? Übrigens nicht nur ich, sondern auch viele US-Amerikaner. Das werden wir in einem anderen Video behandeln, aber ich kann schon mal kurz anschneiden. Du hast also sehr, sehr viele prominente US-Amerikaner, die hier gerade investieren. Hollywood-Schauspieler genauso wie Multimillionäre, Milliardäre und ich sage jetzt nur mal Namen wie Bill Gates beispielsweise. Und die investieren hier aus mehrerlei Gründen meiner Meinung nach. Erstens mal, weil die natürlich wissen, dass die Krise in den USA noch richtig heftig werden wird, weil die ein zweites Standbein suchen, weil Europa trotzdem, obwohl viele hier aus Europa flüchten wollen, einer der schönsten Flecken der Welt ist zum Leben und mal jetzt abgesehen vom Krieg in puncto Sicherheit, trotzdem noch eines der besten Länder, wenn du das so mit manchem südamerikanischen Land vergleichst oder mit mancher Bananenrepublik, dann ist es trotzdem in Europa, wenn dieses kriegerische Problem irgendwann gelöst ist, hoffentlich in den nächsten Wochen oder Monaten schön zu leben. Und diese anderen Probleme, wie gesagt, da kannst du auch auf der Welt nicht irgendwo anders hinflüchten, weil dieser Machtkampf zwischen China und USA, ich sage immer das, was wir hier jetzt erleben in Russland und der Ukraine, das sind eigentlich Stellvertreterkriege, wenn du es genau nimmst. Weil die NATO ist hier alles andere als neutral. Es wird hier die Ukraine mit Waffen beliefert. Die Amerikaner sitzen im Hintergrund und versorgen sozusagen das Ganze mit ihren Geheimdiensten und die da fleißig mitarbeiten und schüren fleißig das Feuer. Und auf der anderen Seite hast du eben China, das sich vornehm aus dem ganzen Konflikt heraushält, aber natürlich auch Eigeninteressen in Asien hat, wo sie dann genauso hoffen, dass Russland sich heraushalten wird. Und ja, es ist also eine sehr, sehr spannende Situation. Nicht schön, aber in Krisenzeiten wurden auch immer große Vermögen gebildet. Und ich sage, irgendwann wird auch diese Krise vorbei sein und was es sicher geben wird und sowas immer, das ist die Zeit nach der Krise. Und wenn du jetzt die richtigen Entscheidungen triffst, dann bist du dafür gewappnet. Also schau dir genau an, wo du investierst. Diejenigen, die vielleicht in Zypern investiert haben, nehmen wir das jetzt bitte nicht übel. Das ist meine Meinung zu dem Thema, aber ich wäre da sehr, sehr vorsichtig und ich wollte das jetzt mal ganz bewusst hier in einem Video auch angesprochen haben. Auch das Thema USA beschäftigt mich schon länger. Und wie gesagt, ich habe jetzt einige Märkte nicht erwähnt, vielleicht zum Schluss noch Dubai. Ich glaube auch persönlich jetzt nicht, dass Dubai das Land ist, wo du mit Immobilieninvestments in den nächsten Jahren extrem reich werden willst. Ich kenne ganz im Gegenteil ganze Menge Leute, die in Dubai auch schon sehr viel Geld verloren haben. Aber dazu machen wir vielleicht noch an anderer Stelle ein anderes Video. In diesem Sinn, wenn dich das mehr interessiert und wenn du Rat brauchst in dieser Sache, wie es mit dem Geld weitergeht, dann geh auf den Link unter diesem Video und ja, sicher dir ein kostenloses Beratungsgespräch.